Hallo ihr Lieben und guten Morgen, denn es ist 6.30 Uhr am Sonntag und wir begleiten heute den Sonderzug der Grizzlies nach Nürnberg. Gleich geht's nach Nürnberg. Freust du dich schon? Ja, ich freue mich. Auch um diese Uhrzeit, 6.45 Uhr, sind alle pünktlich da gewesen, alle schön eingestiegen. Und ich gehe mal davon aus, wenn der Zug rollt, geht's auch gleich in den Partywagen. Weil wir freuen uns auf ein schönes Spiel heute. Ja. Wir fahren jetzt eine gute halbe Stunde. Wie ist bei euch die Stimmung? Oh ja, bisher läuft, würde ich sagen. Stimmung ist gut. Wir feiern halt einfach und ja, mal sehen, was noch kommt. Halbe Stunde unterwegs hat sich schon gelohnt. Micha, und wie ist denn so bei dir die Stimmung? Ja, sehr gut. Es läuft. Mehr als gut. Wir sind ordentlich versorgt. Und ja, wird eine lustige Fahrt auf jeden Fall. Ist jetzt der dritte Sonderzug, den ich mitmache. Und war bisher auf jeden Fall immer witzig. Wir fahren jetzt so ungefähr eine Stunde. Wie ist bei euch die Stimmung? Super, perfekt. Läuft. Die Spieler sind jetzt wach, nachdem sie ein bisschen geschlafen haben. Und wir gehen jetzt mit denen in den Partyabteil. Damit die auch in Stimmung kommen. Nick, es ist dein erster Sonderzug mit den Grizzlies. Wie findest du die Stimmung? Ja, bis jetzt ist natürlich super. Ich bin selber ein bisschen verwundert, weil ich bin gerade aufgewacht, von dem her ist schon ein bisschen Wahnsinn gerade. Wenn wir uns hier überhaupt verstehen können, aber freust du dich auch schon aufs Spiel? Ja, auf jeden Fall. Für uns ist es heute ein wichtiges Spiel, aber ich spiele nicht, von dem her kann ich es heute ein bisschen genießen. Ja. Alex, heute Sonderzug. Wie findest du die Stimmung bis jetzt? Ja, ist natürlich noch sehr früh am Morgen, aber dafür ist die Stimmung schon sehr, sehr, sehr geil und ich glaube, das wird ein cooles Event. Ist das für dich schön, dass ihr jetzt mal mit den Fans mitfahren könnt? Ja, natürlich. Ja, ist eigentlich jedes Jahr immer ein cooles Event. Man kommt den Fans einfach mal näher bei einem Bier. Das ist halt nicht immer dieses Professionelle, sondern auch die lernen uns auch mal als Person kennen und deswegen denke ich, dass das eine coole Sache ist und wir machen es eigentlich alle gerne. Wir haben es geschafft, wir sind endlich in Nürnberg angekommen und gehen jetzt mit 460 Fans, die mitgereist sind, ab ins Stadion. Manja und Michael, nach 5 Stunden Fahrt sind wir endlich da. Ist die Stimmung bei euch noch gut? Aber immer. Nach so einem Sonderzug kann es sonst sein. Und bei dir? Wir hatten ein bisschen was zu trinken, also das geht schon, doch. Was sind denn eure Einschätzungen fürs Spiel? Was tippst du? Ich glaube, das wird eine enge Sache. Ich hoffe natürlich mit dem besseren Ausgang für uns, so ein 3-2 oder sowas wäre schön, dass wir richtig auf der Rückfahrt auch feiern können. Leider hat es für einen Sieg heute nicht gereicht, aber wir gehen jetzt wieder zu den Fans im Sonderzug und machen noch ein bisschen Stimmung. Lina, wir sind jetzt auf dem Rückweg mit dem Sonderzug. Wie findest du denn immer so die Erfahrungen? Ich finde das super. Also das ist mein zweiter Sonderzug. Der letzte war nach Düsseldorf, jetzt dieser hier nach Nürnberg.
Und ich finde diesen Zusammenhalt, den man immer wieder spürt, wunderbar. Also man kennt einige schon aus der Halle, klar, aber man trifft hier immer wieder neue Leute. Und obwohl man sich nicht kennt, als wenn man sich schon ewig kennt, spricht man miteinander. Ne? Und dann eben auch das Schöne, dass wir hier die Spieler mal hautnah erleben können. Und jetzt haben wir hier auch gerade Alex entführt, sage ich jetzt mal. Der sitzt hier bei uns gerade im Abteil und spricht ein bisschen mit uns. Und das finde ich toll. Ja, wünsche ich dir noch ganz viel Spaß auf dem Rückweg. Dankeschön. Mega, sehr entspannt. Sehr lustig, die Leute sind alle gut drauf, macht Spaß, sehr ausgelassen auf jeden Fall mit den ganzen Leuten, ist top. Und obwohl wir ja alle ziemlich früh aufstehen mussten, war die Stimmung trotzdem immer gut? Ja, zwischendurch bin ich einmal ganz kurz ein bisschen weggenickt, aber sonst alles bestens. Super, und jetzt feiert ihr dann noch ein bisschen auf dem Rückweg oder lieber ein bisschen schlafen? Nee, wir machen jetzt noch ein bisschen Party hier vorne auf dem Gang und dann geht's wieder rüber in den Partyabteil mit den anderen und dann mal gucken, was noch kommt. Ja, da sehen wir uns bestimmt. Es ist knapp 23 Uhr und wir sind wieder gut in Wolfsburg angekommen. Es war ein super schöner, langer, aber sehr ereignisreicher Tag. Und bis bald.